Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe und zwar mit der Legacy-5M-Reihe. Und zwar heute geht's um ESX Garage. Ja, um die Garage. Ja, und die gucken wir uns heute gemeinsam an. Dazu gehen wir einfach in diesen Ordner rein. Ihr zieht euch einfach auch diesen Ordner einfach auf den Desktop und dann können wir uns das Ganze gemeinsam angucken und übersetzen und so weiter und so fort. Gut, wir gehen wie immer erstmal in die Local und da muss ich wirklich schon mal wieder sagen, dass das ESX-Team natürlich hier große Arbeit geleistet hat und hat hier keine DE-Übersetzung reingeballert. Ne? Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, gut. In unserem Fall können wir das Ganze auch einfach, sehr, sehr einfach machen. Und zwar, wir gehen in die EN-Local, ja. Und hier können wir das Ganze einfach übersetzen ins Deutsche. Und dann haben wir das Ganze auch übersetzt ins Deutsche, ja. Speichern und, ja. Dann müssen wir das Ganze hier in der Config, wo wir jetzt hingehen, nicht mehr umändern. Das heißt, wir haben das Ganze hier, ja, auf EN. Ansonsten müssen wir das Ganze auf DE machen. Ihr könnt natürlich auch eine DE-Datei anlegen. Die müsst ihr allerdings dann auch in der Manifest mit angeben. Gut, des Weiteren haben wir hier in der Config die Möglichkeit, den, die Markerposition anzeigen zu lassen. Und zwar die Entfernung, ja. Wann soll der Spieler, wenn er halt vor Ort ist, diesen Marker sehen? Der ploppt dann irgendwann auf und das ist hier die Option. Ja? Die können wir hier auf 20 stellen, dann ist der Marker um das Doppelte in der Reichweite verlängert. Das heißt, der Spieler sieht das schon ein wenig früher. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch die Marker, Color und Typen so des Markers können wir hier halt umändern. Wir haben ja schon halt oft die Markertypen jetzt erwähnt und hier haben wir den Markertyp 21. Dazu könnt ihr das einfach googeln. 5M Markers und dann werdet ihr da auch fündig. Ja. Ansonsten packe ich, wenn ich es nicht vergesse, vielleicht einen Link in die Videobeschreibung. Gut, hier können wir nochmal die Color halt umändern, ja. RGB, ja, das heißt, das könnt ihr einfach googeln und dann könnt ihr euch da die Farbe quasi raussuchen für R, G und B. Ansonsten haben wir hier noch, wo es soll, ja, hier haben wir nochmal den anderen Markertyp und zwar hier haben wir den Markertyp, der ist glaube ich grün. Und hier haben wir den zum Einparken, beziehungsweise ist das glaube ich der gleiche, bin mir da jetzt nicht so sicher, ja. Damit könnt ihr halt rumspielen, ja, ist nur die Farbe und Markertypen, ja. Gut, als nächstes haben wir natürlich auch noch die Garage und die werden hier abgefragt, ich zeige jetzt nur eine und so könnt ihr das Ganze auch weiter hinzufügen, ja. Und zwar hier haben wir eine Garage dann gleich und zwar, ja, hier können wir den, wo wir das Fahrzeug ausparken und den Spawnpunkt, also wo wir so das Fahrzeug ausparken, können wir das Ganze mit X, Y und Z und der Handling-Achse bestimmen, wie sich das Fahrzeug dann ausparkt. So, das heißt, X, Y und Z ist die Position und das Handling ist, in welche Richtung soll das Fahrzeug spawnen. Dann haben wir hier auch noch einen Point und zwar, wo wir das Ganze einparken. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Größe des Blips anzeigen zu lassen, die Farbe, hier haben wir die Farbe und hier haben wir die Form, ja. Und hier ganz wichtig haben wir natürlich noch die Importstation, das heißt, wenn unser Fahrzeug abgeschleppt wird, wohin geht das Fahrzeug, wo kann der Spieler sich das Fahrzeug wiederholen und das haben wir dann hier, ja. Dazu dann hier unten mehr, hier haben wir die Imports. Ja, stellen und die können wir natürlich auch anpassen, ja. So. Ja, genau, hier. Hier können wir halt noch mehr hinzufügen. So, wir haben jetzt 3 Stück insgesamt. Einmal ins Handy, Palito und Los Santos, also Innenstadt. Und da können wir das Ganze auch jetzt, wenn wir es wollen, jetzt noch eine hinzufügen, ja. Und das Ganze uns anpassen, dann haben wir 4 Stück. Ja. Und hier mit dem Namen, ja, ist ganz wichtig. Und
zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, ist das hier auf Los Santos, ja. Und zwar hier muss der Name des Abschlepphofes, ja, rein. So, das heißt, wir kopieren uns dann hier einfach Los Santos raus, ballern das hier rein. Wenn wir das Ganze in Palito haben wollen, dann müssen wir das Ganze in Palito halt umändern und so weiter und so fort. Gut. So, das war auf jeden Fall die Config. Die Local hatten wir. Dann können wir noch hier einmal die Index abklappern. Und zwar hier können wir eine Übersetzung reinmachen. Und zwar hier steht dann ESX Garage. Das können wir halt in, keine Ahnung, vielleicht in euren RP-Namen umändern. Oder willkommen in der Garage oder so. Keine Ahnung. Müsst ihr halt wissen. Und alle schwarz markierte können wir natürlich auch umändern. Somit ist das Ganze dann auch auf Deutsch. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nicht viel, was wir umändern können. Und ja, falls noch Fragen sein sollten, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann noch ein zweites Video, je nachdem, was ihr da fragt. Gut, Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da und kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.